So, da bin ich wieder, euer Bioschmied mit Raft. Ja, das Schiff ist fertig. Nein, es ist nicht fertig, aber das, was ich vorhatte, das ist noch nicht ganz fertig. Da muss halt noch ein bisschen Schickimicki ran und wir haben die Brücke jetzt nach oben verlegt. Ja. Und zwar, das ist hier mein Captain's Kajüte. Und wir haben die Brücke jetzt einfach hier nach oben verlegt. Von dort unten nach hier oben. So hatte ich mir das vorgestellt. Sodass, wenn man jetzt das Radar zum Beispiel anschaltet, ne, dass man gleich vom Steuerrad direkt drauf gucken kann. Ne? Und dann könnte man jetzt eine Insel anfahren oder die nächste Insel. War jetzt hier eben nochmal bei Tangaroa und habe da die ganzen Bäume abgefarmt. Kam ungefähr eine Kiste zusammen. Nicht ganz, aber ja. Dann habe ich eben nochmal ein paar Batterien gemacht. Einfach, dass man auch so einen Austausch hat dann. Ich tue dir jetzt mal damit drauf, weil aktuell brauchen wir keine. So. Ich würde aber trotzdem sagen, dass wir schon mal Richtung Utopia fahren. Auf dem Weg dahin wird vielleicht noch ein bisschen was passieren. Ja. Aber das wäre so der nächste Plan. Ich habe gar keine Pfeile mehr, sehe ich gerade. Dann müssen wir noch mal ein paar Pfeile machen, weil für das Endevent brauchen wir definitiv Pfeile. Wir haben ja genügend Stuff hier. So, Pfeile. Dann machen wir mal ein bisschen mehr Pfeile, würde ich sagen. Mal so 60 Stück. Oh, keine Federn mehr. Dann müssen wir noch mal ein paar Federn farmen. Nehmen wir uns mal die Vogelnester hier raus und platzieren die oben. Wir könnten eigentlich auch mal kurz schlafen gehen, ne? Jetzt ist es ja egal. Ich gucke mal eben kurz auf den Zähler. 156 Tage. Ah ja, okay, gut. 156 Tage. Wir sind schneller als Cornelius. Nein, Spaß. Das Schiff ist ja auch noch nicht fertig, also von daher. Es geht ja auch gar nicht um schneller sein, sondern eben. Ja, hier habe ich auch noch mal ein bisschen umgemalt. Wollte eigentlich noch mal einen Screenshot von außen machen, aber das habe ich dann auch irgendwie vergessen. Ups. So, jetzt stellen wir mal Utopia ein. 4378. Ui, 4378. So. Ja, perfekt. Genau auf Kurs. Passt doch. So, dann kann man nämlich jetzt hier schön das Schiff danach ausrichten. Und dann fahren wir da einfach hin. Das ignorieren wir jetzt mal. Oder wir lassen uns einfach treiben. Weil das sind noch 1900 Meter. Ja, bei der Tangaroa-Tour Bäume fällen sind 5 Echse bei drauf gegangen. Nicht noch mehr weghacken hier.
bin ein bisschen erkältet. Ja, Nachtschicht ist jetzt vorbei. Wir haben es noch nicht geschafft. Ich wollte das ja, eigentlich wollte ich es ja ursprünglich schaffen, aber es hat ja nicht ganz geklappt jetzt. Ich habe aber auch gut vorproduziert gehabt und ja, das passt. Zu Weihnachten habe ich es durch, auf jeden Fall. So, dann gucken wir mal. Wir haben nur 3 Samen jetzt gekriegt. Ich wollte das eigentlich so machen, aber ich wollte jetzt, keine Ahnung. Also ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass ich so weit komme mit dem Holz. Natürlich müsste hier noch ein bisschen ausgeschmückt werden. Das hier muss noch alles zugemacht werden, sodass man hier auch ein vernünftiges Treppenhaus hat dann. Das können wir eigentlich gleich mal machen. Und zwar hätte ich das gerne... Weiß gar nicht, habe ich Nägel dabei? Ja, ich könnte auch noch Nägel machen. Ach, wir wollten die Nester aufstellen. Das ist erstmal Prio. Prio. Und zwar machen wir das, machen wir die hier wieder relativ nah aneinander. Dann, oh, da hinten ist ein Schwein, habe ich gerade gesehen. Wäre natürlich auch nochmal geil mit dem Holz. Also auch der Vogel, da wären natürlich auch Federn jetzt. Ach so, wir wollten hier, genau, hier unten wollten wir mal ein bisschen. Aber so viel Holz ist es eigentlich dann doch nicht. So. Geht leider nicht anders. So. Und so. Und so. Dann ist das schon mal zu. Hier könnte man noch, so machen. So, so und so. Ja, dann ist das Holz auch schon wieder alle. Naja, dann ist es eben so. Wenn ich das hier jetzt wegreiße, ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Ah ja, okay, gut. Dann machen wir es wieder hin, würde ich sagen. Wir wollen da ja nur ein ganz mini... Wir wollen da gar keinen Durchgang haben. Lol, okay, dann hat sich das ja auch erledigt. Dann können wir nämlich hier zumachen. Aber ich möchte da nach Möglichkeit auch nicht reingucken können. Das heißt, wir müssten hier nochmal einen hinmachen. Okay, gut. Dann gucken wir mal, was in die Netze gelaufen ist. So. Da ist noch ein Holz. Ah, wir haben ja noch Holz. Krass, okay. Wir haben ja noch ganz viel Holz. Wie gut. Wir lassen mal einen Stack zurück. Dann können wir auch gleich nochmal schmelzen. Die Batterien halten gefühlt jetzt ewig gerade. So, dann machen wir mal weiter. Das heißt, hier muss noch mal eine rein. So, und dann können wir da schon gar nicht mehr durchgucken. So, dann ist das zu. Hier könnte man auch ein bisschen rumspielen noch. Na ja, wobei... Ja, ist jetzt ein bisschen doof, aber ja, okay, dann machen wir es so. So, hier noch ein bisschen. Das ist jetzt eigentlich mehr Holzverbrennung hier, was ich gerade mache, aber ist ja jetzt auch nicht so wild, oder? Hier könnte man noch einen hinsetzen, so. Den kann man leider nicht rausnehmen. Das muss alles so bleiben. Man könnte höchstens so machen. Dann macht man sich mal nochmal einen Nagel hier. Dreht auch ein bisschen nasal, ne? So. Das
dass man hier so einen Eingang hat, was das angeht. Und jetzt könnte man zum Beispiel den Hai hier reinstellen. Den großen Hai. Den da zum Beispiel. Passt gar nicht, schade. Schade, schade, Marmelade. Na gut. Oh, warte mal, wenn ich das wegmachen würde. Geht das? Ich hoffe, der hat nicht so eine hohe Hitbox. Das muss auch noch zu dann. Schade. Na gut, dann können wir nur hier hinstellen. Zum Beispiel. Zum Beispiel so, ne? Als Galionsfigur dient er nicht so gut, weil... Ja, man könnte ihn da hinstellen. Man kann auch noch drüber weggucken. Das könnten wir eigentlich auch machen. Das ist ja aus Verona Point. Die Trophäe. Na, ich hätte dich noch viel weiter vorne gerne. So, dann schauen wir mal eben an, wie das aussieht, wenn man da oben drauf steht. Dass man noch drüber weggucken kann, ja, kann man. Das war ja ursprünglich auch das Ziel, dass man so weit wie möglich eben gucken kann, wenn dann irgendwas kommen sollte. Utopia ist noch ein Stück hin. Kann man jetzt auch schlecht erkennen, ne? Ich habe den wahrscheinlich zu 1200 Meter. Man hätte den noch ein Stück näher ranziehen können. Oder man macht das... Ne, den kannst du leider nicht weiter vorsetzen. Hier, das lasse ich so. Das finde ich auch ganz schön eigentlich. Man könnte das vielleicht noch ein bisschen weiter rüberziehen, dass man hier so ein... So eine Art Sonnenschutz hat. Hier müssen wir auch noch ein Sofa hinstellen oder irgendwas anderes. Und dann muss ich mal schauen, wie das mit dem Bett aussieht zum Beispiel. Warte mal, Betten sind doch hier, ne? Jetzt geht das wieder los mit den Federn, ey, verdammte Axt. Jetzt haben wir ja 8 Federn, ne, wir brauchen 14 Federn, ne? Da wäre jetzt noch eine Insel, das ist halt, wie gesagt, nochmal, also ich finde das hier richtig gut, weil man eben unheimlich weit gucken kann, ne? Hier hinten ist noch nichts passiert. Ich weiß auch nicht genau, wie ich das machen will. Auf jeden Fall wäre das, glaube ich, hier so eine Höhe, wo ich sagen würde, okay, das können wir so lassen. Wir haben ja noch ein bisschen Holz hier. Dann könnte man zum Beispiel hier erstmal ein Geländer machen. So, dass man da nicht mehr runterfällt. Das wäre jetzt nur ein Geländer, so eine Art Walkway quasi. Und das wäre auch nur so ein Schummelding. Ne, dass man das einfach so hier... Hier müsste ich, glaube ich, auch nochmal... ran. Na los, komm.
Da warst du doch gerade. Kommt man auch nicht so gut durch, ne? Aber es geht. Ja doch, es geht. Und jetzt könnte man zum Beispiel so eins reinsetzen, so ein Sichtfenster. Das wäre ja genau die gleiche Höhe wie die Dings. Oder man macht eine Tür rein. Aber dann hat man die Tür wieder hier. Ah, es geht aber. Man kann ja durch die Türen durchgehen. Das ist ja hier genauso. Dann passt das eigentlich. Jetzt müsste man hier nochmal. Das machen wir aber von unten, glaube ich. Müsste man hier nochmal ergänzen. So als Sichtschutz, ne? Weiß nicht, was man da drunter macht dann. Irgendwas. So, und dann könnte man jetzt sagen, okay, wir gehen. Weiß nicht, ob man hier vielleicht auch schrägen nimmt und so eine Art Dach nimmt, damit man das hier alles so ein bisschen kaschiert. Und dann hier eben Kajüten, beziehungsweise das ist ja die Kombüse. Und dann macht man auf der anderen Seite halt noch irgendwie was. Dass man jetzt sagt, hier kommen, hier ist die Trennlinie. Ne? Das wäre jetzt dann unser Korridor. Und da müsste man halt gucken, wie man das aufteilt. Da vielleicht noch ein paar Kajüten für die Gäste, für euch. Ne? Neulich einen Hexenschuss gehabt. Ekelhaft. Das wünsche ich keinem von euch. Das wünsche ich keinem von euch. So, ne? Und jetzt sind, glaube ich, auch. Ne, die Bäume sind noch nicht wieder fertig, ne? Waren ja auch nur drei Stück. Das waren ja auch nur drei Stück. Schon ganz schönes Deck hier, ey. Da kann man ein schönes Fußballspiel drauf machen. Könnte man. So, jetzt haben wir ja wieder ein bisschen Holz. Dann können wir ja schon mal ein bisschen aufteilen, einteilen. Vielleicht so ein paar. Ja, so Zellen machen halt, ne? Dass man dann von hier aus quasi reingucken kann. Also sie sollen ja auch nur bis hierhin gehen. Dass man dann hier irgendwie immer eine Tür macht. So. Und dann die nächste hier. Und dann machen wir hier noch Fenster rein. Dass ihr dann auch schön eine Aussicht habt. Die Beete machen wir hinten hin. Das, also eins habe ich ja schon weggenommen. Ich habe das Windrad jetzt da vorne hingepackt. Das andere packen wir vielleicht auch auf die Seite. Ja, das entwickelt sich doch gerade jetzt, oder? Also der Plan zumindest entwickelt sich. Hier unter Deck. Ich weiß gar nicht, warum ich das hier überhaupt hingemacht habe. Wenn ich das jetzt wegreiße. Den können wir auch mal wegnehmen und den. Dann, die sind ja oben abgestützt, ne? So. Hier hätte ich auch mal überlegt, die andersrum hinzusetzen, aber das macht irgendwie für mich keinen Sinn. Weil das ist ja. Hier geht es ja direkt rein. Ins Treppenhaus quasi. Die hier könnte man andersrum hinsetzen. Aber das gefällt mir so eigentlich ganz gut. So, dann gehen wir noch mal eben nach oben. Wir haben jetzt noch ein bisschen Holz gewonnen. Und dann können wir noch mal ein paar Wände setzen. Beziehungsweise noch eine zweite Tür. So, und dann passt ja hier, passt ja noch eine hin. Und der Rest machen wir dann toten Raum. Dann haben wir drei Kajüten für euch. Und dann, die sind auch ordentlich groß. Also da habt ihr ordentlich Platz. Da können wir dann noch ein bisschen Einrichtungsgegenstände reinpacken.
Ja. Dann schauen wir einfach mal, ne? So, und dann können wir hier noch mal. Fleisch und müssen Federn generieren. Weil wir brauchen ja noch noch Pfeile und da ist es doch schon. Guck mal. Da ist es doch schon. Ich würde tatsächlich aber gerne von hinten ran. Ja, ja. Müssen wir mal schauen. Kleine Kisten entstanden, sehr gut. Pfeile. Metallpfeile. Wo sind denn die restlichen? Das sind jetzt 30. Ach, hier unten. Okay. 28 müssten reichen. So, und dann müssen wir nochmal einen neuen Bogen bauen. Ne? Hier können wir erstmal ein bisschen einlagern. Die Barren sind fertig. Der Kunststoff ist fertig. Oh, nach der Folge muss ich erstmal Zigaretten holen. Voll Schmacht gerade. So, dann können wir nochmal oben. Vielleicht ein bisschen was mitnehmen. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt den Bogen hier drin habe. Da ist es doch schon. Gucke mal. Ich würde gerne am Hafen anlegen, tatsächlich. Also da gibt es einen Hafen. So, jetzt hier sind natürlich... Oh. Das hatten wir lange nicht gehabt. Natürlich hier nochmal so ein bisschen in den Schrottstrom rein korrigieren, dass wir auch möglichst viel davon mitnehmen. Und da müssen wir mal gucken. Ist das die Vorderseite oder ist das die Hinterseite? Ich kann das gerade nicht erkennen, ne? Sieht aber nach Vorderseite aus. Könnt ihr das erkennen? Ne, das ist die Hinterseite. Okay. Gut, dann müssen wir natürlich mal ein bisschen intervenieren hier. Wir gehen mal eben kurz schlafen. Oha, ist schon wieder so viel in den Netzen drin. Wie jetzt? Hä? Ist so dunkel draußen. Kann tagsüber nicht schlafen. Wo ist es denn tagsüber hier? Jetzt wird es gerade Tag. Ja, toll. Ich glaube, das ist hinten. Ja, doch. Wir können dann auch nochmal umparken. Das ist ja auch kein Problem. Dann machen wir das von hinten halt, ne? Komm, wir machen mal mit Kessel an hier. Komm, soll der Geiz. Ja, wir fahren in die richtige Richtung. Mach doch mal an, zeig doch mal, wie schnell wir fahren. Ja, es geht. Dann fahren wir direkt da so vorne rein, oder was? Also hinten rein, von vorne. Also, nee, mit vorne, hinten rein. Oh. Du weißt schon, wie ich das meine. Also klar, wir müssen hier hinten dann was machen, aber das, weiß nicht, ob wir das heute noch schaffen, ich glaube. Wir machen mal einen Screener, oder? Screeny? Nee, so nicht. Na doch, vielleicht. Können wir auch mal so machen, oder? Ein Screeny, komm. So, vielleicht nochmal. So, dann, ja.
Quatsch. Hier. Weil jetzt kann man nämlich von hier oben schön schön hier reingucken. Oh, das wird nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Ja, genau so, naja. Wir müssen auch so ein bisschen, weil das Schiff ja Gott sei Dank so breit ist. Ich weiß auch nicht, wer sich das ausgedacht hat, dass das Schiff so breit werden muss. Naja, ich glaube, wir waren das zusammen, oder? So rum, ne? Das kann man natürlich jetzt nicht mehr so gut machen, wie dann beim letzten Mal. Dann, ja doch, vielleicht, wenn man so sich hinstellt, ne? Wir sind ja hier keine. So, angekommen. So parken wir gut, würde ich sagen. Dann können wir nämlich von beiden Seiten auf beide Seiten gehen. Da laufen schon ein paar Hyänchen rum. Und wer das vielleicht schon erkannt hat, hier oben sind wieder so Strommasten. Da müssen wir halt ein bisschen intervenieren. Aber ich würde sagen, das heben wir uns für die nächste Folge auf. Wenn euch das Video gefallen hat, oh, dann lasst doch gerne mal einen Daumen da. Abo nicht vergessen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, tschüss. Euer Bioschmied.